Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Wir sind auf der Mühlenkreis Mittelland Testkarte, hätte ich bald gesagt. Und ich habe gerade beschlossen, ich habe zwei Felder, wo der, ja, bei dem einen ist der Kalkwert Mist und Dünger passen bei beiden nicht. Das heißt, ich habe mich jetzt eigentlich mal dazu entschlossen, dass ich auf die beiden Felder, die so grottig sind, auf jeden Fall, was Dünger und Kalk angeht, dass ich da jetzt vielleicht, es ist ein Plan, ob es funktioniert, kriegen wir zu sehen, dass ich da jetzt eventuell mal Ölrettich drauf packe, der mir dann hoffentlich bei dem einen Feld den Kalk so ein bisschen rauszieht. Und durchs Unterpflügen später gibt es ja eine Düngestufe. Das könnte eine gute Idee sein, dass man die Felder mal auf diese Art und Weise bearbeitet. Ich muss mir die anderen Felder im Übrigen auch angucken. Warum steht da eigentlich dieser Futteronkel noch? Der steht ja ziemlich blöd hier, oder? Was habe ich denn hier gemacht? Wollte garantiert hier Futter reinpacken. Das Ding voll oder was? Gesundheit, Nahrung. Scheint ja so. Gut. Lassen wir ihn hier stehen. Maschinen hier. Also bei zwei Feldern weiß ich es auf jeden Fall. Um die kümmern wir uns mal als erstes. Da packe ich auch jetzt einfach mal Ölrettich drauf und mal gucken. Ansonsten lasse ich die in diesem Jahr mal in Ruhe bei den anderen Feldern. Wir haben drei Gemüsefelder, genau. Einmal Pastinaken, Rute, Beete, Karotten. Das ist. Ach so, warte mal. Bei dem einen kann ich gar nichts drauf pflanzen, glaube ich. Da sind. Aber das sehen wir gleich. So, Feld Nummer 1, wo der Dünger. Ziemlich grottig war, das war, glaube ich, dieses hier. Ne, hier passt das halt. Guck mal, Stickstoff, das haut hin. pH-Wert, das ist alles. Eigentlich bestens. Hier ist es auch okay. Es ist ein bisschen erhöht. Aber das ist auch gut. Hier sollte auch ein bisschen was runterkommen. Hier sind übrigens Karotten drauf. Gucken wir hier hinten nochmal. Aber ich glaube, mit den Feldern. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wenn ich hier zu Fuß drüber laufe, ist das alles tipptopp. Gucken wir uns das Ganze mal hier in der Karte an. Okay, dann sieht das hier eigentlich so schlecht auch nicht aus. Das passt schon. Aber hier, da ist viel zu viel Kalk drauf. Der pH-Wert ist viel zu hoch. Deswegen haue ich hier jetzt mal Ölrettich drauf und gucke mal, ob mein Plan aufgeht. Auge juckt. So, lassen wir die Felder weitestgehend in Ruhe. Da machen wir später nur noch Pflanzenschutz drauf. Genau, dann gucken wir mal, was wir noch. Wir haben ja noch ein paar Felder. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Hinten das große. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Mal eben gucken. Also, die sind hier soweit. 4, 5, 6. Okay. Können wir eben schauen, was hier überhaupt drauf ist. Ertrag. Ja, das ist immer noch so, ne? Das ist. Ihr seht es. So, okay. Auf der 15
15 sieht auch katastrophal aus. Die 11 ist okay. Und die 70 auch. Und die 57 auch, bis auf dieses Stück da oben. Okay. Was haben wir drauf? Wachstum. Das wächst alles. Feldfrüchte. Also 11 und 57 haben wir Weizen drauf. Hier unten, das wissen wir, da ist Karotten und so ein Krempel drauf. Und auf der 1 im Moment gar nichts und auf der 80 ist abgeerntet. Da müssten wir auch was machen. Auf der 4 und auf der 9 ist nichts im Moment. Aber die 9 ist okay, die 80 ist okay, da könnten wir tatsächlich was draufpacken. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um das Ding hier kümmern. Das ist jetzt wichtiger. Kerl, die letzten Tage, es war so schön warm, so 25 Grad teilweise draußen. Und heute hast du wieder diese sibirische Kälte. Okay, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Sorghum hier, so Ölrettich. Ah, scheiße, jetzt bin ich dran vorbei. Ölrettich, okay. Damit kriegen wir dann hoffentlich später diesen hohen Kalkwert raus. Dünger wird jetzt auch nicht mehr angepasst, aber gut, es wird ja später untergepflügt. Und von daher. Ich werde mir jetzt auch nicht sonderlich viel Mühe geben hier, dass das schön aussieht oder sowas. Oder doch? Ach, ich weiß nicht. Ist ein Jägerstuhl? Nee, doch nicht. Da ist er. Das ist eine Hütte. Der Jägerstuhl ist da vorne. Ach ja, so ist das Leben. So. Das soll hier ein Nachbars Feld mit ansehen. Das muss nicht sein. Aber die Ecke haben wir, ne? Sieht gut aus, genau. Ja, das ist ja dieser schöne Acker, wo du immer so ein bisschen Probleme hast, quasi mit dem Abernten, weil hier hinten die Bäume ziemlich dicht dran stehen und das ist echt eine mittlere Katastrophe, hätte ich bald gesagt. So, wir fahren mal so weit zurück wie möglich. Absenken und drauf mit dem Kram. Hoffentlich, vielleicht klappt das. Und guck mal, da unten im Kreis siehst du jetzt schon wieder ganz andere Bodenwerte, ne? Das ist. Aber mehr Stickstoff kriegen wir hier nicht rein und auch bei der Ansaat geht nichts mehr. Ihr seht das Ding steht auf 74% und da bleibt es auch.
Okay. Ich glaube, das ist. Entschuldigung. Ich glaube, das ist bei Ölrettich zweitrangig. So. Nächste Bahn. Da haben wir hier Ölrettich drauf. Mal gucken, was wir bei den anderen Feldern machen. Ist ja so, die Zeit vergeht ja immer relativ flott hier. Und hier erstmal am Machen und am Tun ist. Fahren wir hier vorne noch mal lang. Das muss nicht schön sein, es muss nur wachsen. Hier passt es auch, da steht uns jetzt auch nichts im Wege, wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir den Kalkwert. Dieses Feld habe ich mir ziemlich versaut irgendwie. Man konnte aber auch drauf sprühen und machen und tun und das hat ja überhaupt nicht gestört irgendwie. Ist dieser blöde Jägerstuhl jetzt im Weg? Genau. Machen wir das jetzt anders. Das ist ja keine Lust, da ein Vorgewende zu fahren. Sieht doch ganz gut aus so. Ups. Das Rangieren mit dem Ding ist manchmal ein bisschen knifflig. Und wenn ich jetzt, glaube ich, GPS benutzt hätte, dann würde mir da jetzt auch nicht so ein Streifen übrig bleiben. Aber das ist mir gerade jetzt egal. Hört nicht weiter. Wir machen das jetzt einfach. Wichtig ist, dass das Zeug hier drauf ist, was ich hier drauf haben will. Und mehr juckt nicht. So, einmal eine Ladung Ölrettich. Einmal zurück und dann ist dieser Acker fertig.
Wunderbar. So, genau. Wir gucken noch mal auf unsere Felderstatistik. So, das haben wir jetzt. Da müssen wir mal gucken, was davon wird. 80 ist soweit okay. Was könnten wir denn da drauf packen? Da wächst im Moment nichts, ne? Nee. Und auf der 15 auch nicht. Aber die sind alle soweit in Ordnung. Was haben wir denn, was wir packen können? So, Ölrettich, Gras, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Sorghumhirse. Komm. Gucken wir uns mal die 80 an, ob wir da eventuell noch pflügen müssen oder so ein Kram. Diesen Katastrophenacker hier lassen wir jetzt mal eine Weile in Ruhe. Okay, so. Schön hier übers Betriebsgelände. Kann man machen. Nur mit so großen Maschinen nicht immer unbedingt einfach. Unbedingt, genau, das unbedingt. Ja, ein komischer Acker hier. Hälfte ist nicht angesät. Gut, Feld Nummer 83 und Feld Nummer 80. Mal einmal drauf. Hier haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Genau. Dann machen wir doch hier, ganz ehrlich, dann machen wir doch hier Sorghumhirse drauf. Einmal auseinanderklappen, das Ding. Mal gucken, inwiefern der Helfer das macht oder ich ihm einen späteren Vorgewende verpassen muss. Ja, guck mal, von der Bodenbeschaffenheit sieht das erstmal richtig gut aus. Also da könnten auch ein paar Gramm runterkommen tatsächlich. Gespannt, was wir nacharbeiten müssen. Also bis jetzt folgt er ja der Spur ganz gut. Sollte auch bis da unten hin klappen. So, gehört uns denn noch ein Feld? Hier sind wir drauf auf der 80. Die 79 gehört uns nicht. Die 15 gehört uns noch. Okay. Ich glaube, der macht das. Wir gucken uns mal die 15 an. Da laufen wir mal hin. Gott, ist das kalt heute, ey. Die Balkontür offen, aber lustig ist das nicht. Ja, genau. Was können wir noch machen auf dieser Karte, Mensch? Irgendwie egal, wo man ist, es kommt letztendlich immer dasselbe bei raus. Es ist richtig, richtig krass ist das. Was wächst hier denn?
Nix, Unkraut. Steht hier denn? Das ist noch. Hä? Hier kommt ab. Nee, das ist noch ein Stück Zuckerrohr hier. Nee, hier. Das ist Unkraut. Auch noch Zucker. Kommt hier das Zuckerrohr wieder hoch? Das Abernten war so nervig vom Zuckerrohr. Habe ich keine Lust drauf. Kann auch hinten mal hingehen und uns das andere angucken. So, mein Schatzi hat gerade geschrieben. Mal gucken, ob ich da gleich noch hinfahre. So, einmal rüber. 62 ist eine Wiese. Können wir auch mal machen. Wir holen uns nicht im Moment, weil er zu teuer ist. Aber wir könnten die Wiesen mähen. Wir können die 100 vielleicht noch dazu kaufen. Und dann Heuballen oder sowas machen. Gucken. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, das ist ja sehr schön. Guck mal. Erwarteter Betrag 99%, 13,7 Tonnen pro Hektar. Das ist doch nicht übel. Und warum? Weil der pH-Wert nicht ganz stimmt. Das sind ganz ehrlich, das sind 3,98, obwohl das ist ein gut, super, super, super Ertrag, würde ich mal behaupten. Das sieht richtig gut aus. 99% Ertrag. 98, also ich glaube. Das wird richtig gut hier. Weizen, da können wir noch mal Stroh machen. Das sieht schön aus hier. Es wächst auch gar kein Unkraut irgendwie. Schön. Prozent. Alter Schwede, nicht schlecht. Ja, es passt. Also dieser Acker ist, der ist richtig. Ja, und hier jetzt nicht. Warum eigentlich nicht? Müssen uns da vielleicht mal die andere Karte für angucken. Von irgendwas zu viel, aber egal. Das passt schon. Das ist richtig, richtig gut. Was ist das hier für ein Unkraut? Raps. Gehört der Heidi Meierhofer. Guck mal, 64. Warum düngt die den Kram nicht? So, was haben wir hier drauf? Auch nochmal Weizen. 88, ne? Okay. Guck mal, obwohl die Werte ziemlich gut sind, ist der Ertrag nicht so hoch, ne? Warum eigentlich nicht? So, dann haben wir hier unsere Problemwiese. Ja, nie richtig wachsen will, jetzt tut es. Gras, erntereif. Jetzt könnten wir hier mähen tatsächlich. Schön. 123%, die haben wir richtig gut angesät. So, was ist das hier für ein Krautfeld? Das ist nicht unseres. Auf der 11 waren wir gerade. Auf der 4 haben wir auch nichts drauf. 10 ist unsere Wiese. Ah ja, 62 ist die da hinten, alles klar. Wobei wir so viel Heu gar nicht brauchen. Oh, die haben 0 Liter. Sind ja keine Tiere mehr drin. Oh. Ich glaube, die sind gestärpselt. Was fressen die überhaupt? Können wir was zukaufen? Tiere. Okay. Das ist ja jetzt blöd. Ja. Lamm, Aue weiblich, Bentheimer. Ist für was? Schafe produzieren Wolle. Ja, das ist ja schön. Die nehmen wir jetzt und kaufen 25 Stück davon ein. Mehr kosten die nicht. Okay. Und wir nehmen noch einen Schafbock.
Und kaufen den auch. Oh, da müssen wir ein Schaf. Dann müssen wir hier ein Schaf. Gar nicht verkaufen, dann eben nicht. So, gucken wir mal, ob wir hier Gras einkaufen können. Nahrung. Ich finde das schön. Ich finde das, ach so, Gras 100%. Können wir aber nicht zukaufen, war, oder? Belegung zulassen. Okay. Ja, auch nicht wahr? Mist! Jetzt haben wir natürlich kein Gras. So, liebe Leute, das bedeutet für uns, der Helfer ist da gerade doch am Studio machen und tun. In der nächsten Folge werden wir mal wahrscheinlich dann Gras mähen. Setzt die Zeit mal auf Null, dass uns die Viecher nicht wieder kaputt gehen. Da werden wir dann mal Gras mähen und den dann mal zu fressen geben, dass die uns nicht wieder wegverhungern. Das muss nämlich auch nicht sein unbedingt. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über neue Abos, über nette Kommentare, über, ach, keine Ahnung was. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.